Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und heute geht es um ein besonderes Geschenk. Das hat nicht so viel mit Junk Journal zu tun, also mit Junk schon, aber nicht mit Journal. Und zwar ist es so, dass eine liebe Kollegin einen runden Geburtstag feiert und da sie Verbindungen nach Marokko hat, wollen wir ein marokkanisches Geschenk oder mindestens ein Geschenk mit marokkanischem Flair schenken. Deswegen bekommt ihr jetzt hier ein Spontan-Video mit dreckigen, klebrigen Händen, einem absoluten Chaostisch und einem Kopf voller Ideen. Hier habe ich schon mal den ersten Teil des Geschenkes. Den habe ich schon mal gemacht. Ein Teller mit marokkanischen Servietten. Serviettentechnik ist euch bestimmt bekannt. Mod Podge kennt ihr mit Sicherheit auch. Und Gilding Wax, das habe ich benutzt, um den Rand fein zu machen. Das Ding ist schon fertig, da muss ich euch nicht mitnehmen. Ganz ehrlich, Serviettentechnik gibt so viele Tutorials zu. Wenn ihr das wissen wollt, dann schmeißt bei YouTube die Suchmaschine an. Ihr werdet super coole Videos finden. Genau, also das hier wird die Grundlage sein. Es existiert auch schon ein marokkanisches Lämpchen dafür. Und da kommt dann das Geldgeschenk rein. Nun geht es darum, wie kriegen wir da noch eine schöne Karte zu. Ich stelle jetzt meine Teller beiseite. By the way, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, es wäre eine super Gelegenheit. Und ja, über Likes und Kommentare freue ich mich sowieso immer. Jetzt brauche ich hier ein bisschen Platz. Ich habe mir schon zurechtgeschnitten Karten. Wie man sieht, ist meine Schneidmaschine mühschief. Egal. Das ist bei diesem Projekt nicht ganz so schlimm. Ich möchte nämlich hier aus dieser Landkarte das Frontcover von der Karte machen. Also es werden sehr, sehr viele Kollegen sich an dem Geschenk beteiligen und dementsprechend müssen auch die Sprüche hier mit rein. Und ja, ich hatte mir nämlich überlegt, was heißt die Sprüche, also mindestens mal die Unterschriften, und der ein oder andere hat auch noch einen kleinen Spruch dazu gepackt, die werde ich auf die Rückseite packen. Anyway, die Frontseite soll marokkanisch werden, dann soll es eine Aufklappkarte sein. Und ich habe mir hier das schon mal zurechtgeschnitten auf ungefähr die Größe dieser Landkarte, also natürlich nicht komplett. Nur wenn man das jetzt hier abdeckt, also sagen wir mal, die Karte geht dann bis hier, also diesen Abschnitt werde ich mir hier gleich rausschneiden. Dann sollen hier unten die Glückwünsche hin. Und hier oben bleibt das so, wie es ist. Und in die Mitte sollen dann die Unterschriften. Ich habe mir auch noch ein bisschen Spitze geholt, dazu kommen wir später. Also, wir haben hier Karten 2x12x24. Zweimal deswegen, ich habe einfach Craft Paper in DIN A4. Nun möchte ich dieses Herzchen hier ein bisschen zuschneiden. Ich hoffe, ihr seid noch ordentlich im Fokus hier. Ja, das scheint zu funktionieren. Das scheint zu tun, was es soll. Jetzt werde ich hier oben so ein bisschen weißen Rand mitnehmen, weil ich das nämlich gleich ein bisschen auf Vintage trimmen werde. Jetzt habe ich hier die G-Striche, die Unterstriche, die Serifen noch mit bei. Die können weg. Euch brauche ich gerade nicht. So, nun wollen wir mal einen Blick werfen, ob ich die Seite hier auch wirklich gerade gemacht habe. Die habe ich nämlich per Hand geschnitten. Könnte sein, dass ich die ein bisschen begradigen muss. Ja, ein Müh. Was macht ihr noch ein Müh? Ja, jetzt sieht es aus wie ein durchgehender Schnitt. So, nun hatte ich ja gesagt, ich lege das hier mal an. 12. Ihr seht das, genau. Ihr seht, dass ich 12 genommen habe. Ich möchte gerne hier 12 cm nehmen. Ich nehme ein bisschen mehr, weil ich das gleich ganz furchtbar verkrumpeln werde, damit ich unten die Kante noch abschneiden kann. Bevor es gleich Schnappatmung gibt, das wird schon, Leute. Das habe ich schon mal gemacht. Ich weiß nicht mehr wann. Nein, Spaß beiseite. Ich habe das tatsächlich schon mal gemacht. Mein Stuhl, der knetert immer noch. So, das heißt, diese Karte ist jetzt in alle Richtungen ein bisschen größer als die Unterseite. Das soll auch so. Und warum? Darum soll es ein bisschen größer sein. Vielleicht nehme ich jetzt hier ein paar Knickeerzeuger. Ich habe mir nicht mehr die Mühe gemacht, heute eine neue Schreibtischunterlage zu nehmen, weil ich jetzt so herrlich rumbauen werde. Normalerweise bekommt ihr von mir immer eine
frische, schöne Unterlage, bevor ich ein Video drehe. Damit das nicht ganz so junkig bei mir auf dem Schreibtisch aussieht. Ich müsste heute darauf verzichten. So. So, das ist jetzt so richtig schön krumpelig. Marokko ist im Center, das ist ein Traum. Und jetzt geht's los. Vintage Photo und ich, wir sind gute Freunde. Und jetzt wird das hier einfach so ein bisschen auf Eule getrimmt. Als wäre diese, als hätte ich diese Landkarte hier irgendwo aus dem hinterletzten Hinterzimmer gezogen. So, und dadurch, dass ich jetzt den Teller mit einem Gilding Wakes Rand versehen habe, werde ich das nämlich auch bei der Karte wiederholen, dieses Muster. Das werdet ihr gleich sehen. Das hat nämlich mit meiner Spitze zu tun. So. So, wem das jetzt nicht vintage genug ist, der kann auch nochmal mit Kaffee drüber gehen. Dass er nicht eine olle Karte ist, dann weiß ich auch nicht. So. Natürlich muss ich die Form aufkleben, noch ein bisschen glätten und dann nochmal schön um die Karte drumherum schneiden. Aber das soll jetzt nicht das Problem sein. So, du bist fertig. Nun habe ich zwei Möglichkeiten. Ich wollte dieses Spitzenband hier nehmen als Verbinder. Ja, also ich möchte die beiden hier zusammenlegen. Möglichkeit 1, ich nehme das Spitzenband und lege es über die Karte. Möglichkeit 2, ich nehme das Spitzenband und also über die Landkarte, ne? Das ist Bescheid. Möglichkeit 2, ich nehme das Spitzenband und lasse es drüber schauen. Ich glaube, ich lasse es drüber schauen. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall erstmal einen vernünftigen Abschnitt, den ich mir dann einfärbe, weil das Gilding wächst, das darf man ja einfach immer auch eine Runde trocknen lassen, ne? So. Und wenn man das nämlich nicht trocknen lässt, dann versäumt man sich eigentlich alles. So, und das werde ich von beiden Seiten mit Gilding Wax bearbeiten. Ah, du darfst wieder gehen. Vielen Dank für deine Mitarbeit. So, natürlich wird auch die Karte so ein bisschen auf alt getrimmt. Ich habe jetzt folgendes. Genau, ich werde jetzt erstmal Gilding Wax. Also wenn ihr keinen Bock habt, dann mit dem Finger reinzugehen, eigentlich selber schuld, weil es riecht eigentlich total lecker. Man kriegt es auch ganz gut von Fingern wieder ab. Aber dann nehmt ihr einfach ein Tuch. Das Einzige, was mich davon immer abhält, für sowas ein Tuch zu nehmen, ist diese Verschwendung von dem Gilding Wax. Mein Finger ist dann doch noch ein bisschen glatter. Und wahrscheinlich gibt es auch noch 5 andere Möglichkeiten, ne? Was sind Silikonschwämmchen oder sowas, ob es das gibt? Keine Ahnung. Ich will schon, dass da ein bisschen was von dem Zeug wirklich draufkommt. Ja, also die Grundfarbe dieser Spitze ist mir gerade total egal. Die hätte auch irgendwie grün sein können. Ich möchte nämlich dieses Honey Gold wieder als Thema haben. Das ist vielleicht nicht ganz so schlau, das dazu machen, weil ich die Karte auch machen will. Gut, ich werde die Karte sowieso noch mit Honey Gold einrahmen. Also einmal distressen, ganz klar. Und dann auch mit dem Gilding Wax dann einmal umranden, ganz vorsichtig, dass es so einen dünnen, glänzenden Schimmer bekommt. This is my plan. So, dementsprechend. Ich beide Seiten einfärben, weil drinnen sieht man ja auch die Kante. Also mindestens die Mitte sieht man halt. Das heißt, mindestens die Mitte muss auch mit Gilding Wax betüdelt sein hier. Ja, da gibt es garantiert auch noch andere Ideen mit Stofffarbe, Sprühfarbe. Aber Leute, ganz ehrlich, gerade eben, just als ich mit einem anderen Kollegen geschrieben habe, kam uns die Idee der Landkarte für die Unterschriftenkarte. Und da ich ja so ein paar alte Atlanten rumfliegen habe, so geringfügig wenige, war die Idee doch ganz schnell konkreter. Und durch dieses ganz schnell konkreter, und ich muss jetzt anfangen, habe ich jetzt das Handy angeschmissen, um euch da mitzunehmen. So, nachher werde ich die schönere Seite nach außen nehmen, also die glänziger ist. Na, jetzt sieht das noch so, wahrscheinlich auch in der Kamera so ein bisschen
matschig aus. Ich will jetzt aber auch kein Licht anmachen. Das habt ihr so ein... Oder? Mache ich jetzt Licht an? Warte. Ich hoffe, ich versäume jetzt nicht die Aufnahme. So, vielleicht besser? Ja. Weil wenn ich mir jetzt... Manchmal kriegt mein Handy den Fokus nicht mehr so richtig gewuppt. Wenn ich Licht dann mittendrin anmache. Dann fokussiert das Herzchen sich an zu Tode. Das ist irgendwie auch doof. So. Also das fällt jetzt hier unter die Kategorie Quick and Easy How to Bau mal ein Geschenk, Geschenkverpackung oder eine Karte. Davon habe ich gleich noch ein zweites Video, da trocknet aber gerade noch was. Also das heißt, davon, von dieser Sorte Videos mit ähnlichen Items werdet ihr zwei Sachen bekommen. Einfach so als Anregung, wie kriege ich denn mal eben schnell ein Geschenk oder, also jetzt in diesem Fall, eine Karte hin. Oh, brauche ich ein Tuch für die Fötchen. Ihr macht euch kein Bild davon, wie mein Zimmer gerade aussieht. Ich werde es euch auch nicht zeigen. Im Endeffekt habe ich immer irgendeine Idee angeschoben, weitergemacht und dann irgendwo die Reste hingestellt. Ich muss hier meinen Tag aufräumen investieren. So. Apropos Tag aufräumen investieren. Das Ding ist, wenn ich jetzt dieses Papier hier aufklebe, was ich jetzt tun werde, dann wird sich das ein bisschen wellen. Dadurch, dass der Geburtstag noch ein bisschen hin ist, ist das jetzt nicht ganz so schlimm, weil ich das dann zwischenzeitlich glätten kann. Manch einer schmeißt das Bügeleisen an. Ich nehme für sowas einfach einen ganzen Haufen alter, dicker Bücher und ein altes Eisen, Bügeleisen. So. Altes Eisenbügeleisen, das ist voll massiv. Ich kann euch das gerne mal zeigen, wenn ihr Interesse daran habt. Es ist massiv, es ist furchtbar schwer, wenn man davon ein oder zwei hat. Ich glaube, ich habe zwei oder drei sogar mal im Zimmer. Oder mindestens zwei. Wenn man da ein paar von hat und zwei wirklich große Bücher, wie zum Beispiel Atlanten, dann kann man damit wunderbar alles pressen. Da packe ich im Übrigen auch mein Kaffee- und teegefärbtes Papier dazwischen. Also das ist das, wo ich dann wirklich meinen Kram platt kriege, ohne dass ich das Bügeleisen anschmeißen muss. Ich sag mal so, kaffeegefärbtes, teegefärbtes Papier bügeln, überhaupt kein Thema. Geht easy peasy, mache ich halt auch manchmal. Ja, auch gerade wenn es ein bisschen schneller gehen muss, mache ich das. Jetzt kommt das Aber. Jetzt muss ich ein bisschen schauen, dass ich nicht in meine Kleberlache hier reinlege. Jetzt kommt das Aber. Wenn ich da Kleber dazwischen habe, ne? Also wie jetzt, dann habe ich da doch irgendwie Skrupel. Ich weiß nicht, wie sind eure Erfahrungen mit Bügeln zusammengeklebter Sachen? Ich wollte es immer ausprobieren, aber ich habe immer kein Projekt am Start, wo ich das, sag ich mal, unfallfrei ausprobieren kann. Weil ich habe auch keine Lust darauf, mir hier sowas zu versauen, nur weil ich der Meinung war, ich müsste jetzt mal zusammengeklebtes Papier bügeln ausprobieren. Das ist halt nicht so, finde ich nicht so geil. Wie man sieht, ist mein Kleber fast dran. Ich weiß gar nicht, seht ihr überhaupt noch was? Ich laufe hier gerade ein bisschen raus. Ihr seid gleich wieder dabei. Schon erwähnt, dass ich mich heute noch restaurieren muss, dass wir zu einem Geburtstag gehen. Ich bin gespannt, ob ich meine Hände wieder komplett sauber kriege. Von Kleber und Co. So. Jetzt müsste ich eigentlich meine Silikonmatte mal haben. Jetzt kommt das Aber. Sie hat gerade was Besseres zu tun. Erstmal wieder das gerettet. Machen wir es mal so. Nehmen wir mal einen Abschnitt hier. Nehmen wir mal einen Abschnitt, dass ich mir das jetzt hier nicht die Unterseite der Karte versau. So, ihr seid noch ein Stück weit im Bild. Ich kann das Ganze mal ein bisschen höher rücken. Wenn ich mir jetzt den anderen Teil der Karte, den abgeschnittenen, versau, dann ist das halb so wild. Den brauche ich ja gerade nicht, nicht? So, ich möchte gerne, dass die weißen Kanten mit drauf sind. Ein Stück weit auf jeden Fall. Und ich brauche überall so einen leichten Abschnitt.
Das heißt, ich habe jetzt hier überall so einen Mühüberstand, außer hier unten an der Ecke. Und da habe ich noch keinen Überstand, aber auch keinen. Das geht immer schnell. So. So, das wäre jetzt so ein typischer Fall von Platten. Hier seht ihr, na, ich bin eigentlich überall gut rüber, außer hier unten an der Ecke. Aber das ist so auf knappe Naht, dass auch das noch funktioniert. Da ich ein ungeduldiger Mensch bin beim Basteln, werde ich jetzt hier gleich weitermachen. Also wenn ihr jetzt glaubt, dass ich das jetzt in Ruhe trocknen lasse und dann geht noch was ins Land und dann machen wir noch dieses und dann machen wir noch jenes. Vergesst das einfach mal. Und oh, da bin ich doch tatsächlich beim Aufnehmen gestört worden. Gibt's ja gar nicht. Diese Familie. Naja. Man kann nicht alles haben, ne? Also, wenn man nicht das Schild raushängen kann, ist man auch selbst schuld, dass jemand reinkommt. Dementsprechend hat das Video jetzt hier zwei Teile, aber mein Gott, irgendwas ist ja schließlich immer. So, ich entferne jetzt hier den Rand räumlich. Jetzt ist es doch schon ein bisschen besser durchgetrocknet, als ich es ursprünglich dachte. Weil es ja ein bisschen was zu besprechen und zu planen für den Tag gibt. Also, genau, dementsprechend haben wir, das sieht noch ein bisschen strubbelig aus hier. Ja, wenn man das so ein bisschen, also wenn man geknülltes Papier aufklebt, dann muss man sich um die Ränder echt gut kümmern. Weil dann manchmal, wenn man so gerade ausschneidet, dann stehen sie ja halt trotzdem ein bisschen ab. So. Und manchmal, also wenn man es sehr glatt aufkleben konnte, dann ist das easy peasy. Man sollte auf jeden Fall nochmal von beiden Seiten drüber streichen, weil sonst hat man da irgendwelche Fusseln abstehen. Also wenn ich das jetzt hier einfach so rüberziehe, kommt es manchmal vor, dass hier so kleine Nupsis wieder zutage treten. Zack. Hier wieder einmal gegen. Ja, da, was haben wir noch? Schatz. Da ist doch noch ein kleiner Friemel. Ja. Schwupps. Na Leute, guckt mal an. Wenn das nicht eine olle Karte ist, dann weiß ich auch nicht. So. Next Steps. Ich werde. Ja, genau. Das ist jetzt meine große Frage der Fragen. Entweder mache ich dieses Blumenmuster als Rand. Kommt mir gar nicht so cool vor. Das lasse ich eher. Und werde die Ecken trimmen. Dass das jetzt mit dem Feuchten schon klappt. Jo, es klappt. Ja, das werde ich hier unten genauso tun. Ich hatte gerade noch eine gute Idee. Ich könnte noch ein bisschen Strukturpaste aufbringen. Heute hat meine Familie das echt mit der Störung. Jetzt kann meine Tochter gerade rein. Und mir einfach nur was geben. Was ja sehr lieb ist. Aber im Endeffekt ein Stück weit rücksichtslos, weil sie mich ja hier reden hören. Naja, was soll ich dagegen tun, liebe Leute? Was macht ihr denn, damit ihr in Ruhe basteln oder in Ruhe Video aufnehmen könnt? Ich bin schon ein bisschen verzweifelt an der Stelle. Eigentlich kann ich nur noch abends oder früh morgens, wenn hier die Bande schläft, Videos aufnehmen. Entweder kratzt eine Kerze oder ein Kind oder ein Mann. Und wollen irgendwas, was meistens nicht mit Basteln zu tun hat und auch nicht mit dem Video, was ich gerade drehe. Nun gut, ich habe jetzt Folgendes. Ich mache jetzt erstmal die Spitze auf diese Seite. Ich kann sogar noch ein bisschen mehr machen. Ein bisschen Mehlkleber hier auf die Seite. Wir wollen nämlich heute unsere
Katzen rauslassen. Also, wir haben nämlich 6 Katzen. Und 2 davon sind kleine Rüpel. Und die kleinen Rüpel dürfen heute das erste Mal raus. Natürlich guckt man dann, dass die ganze Family anwesend ist, wenn die kleinen Racker draußen sind. Es ist auch total lustig. Also Katzen, die das erste Mal draußen sind, das ist wirklich witzig. So, jetzt machen wir das erstmal. Machen wir das erstmal einfach, ne? So, das klebt. Das ist fein. Jetzt schneide ich mir das hier gerade, dass ich mir das nicht gegeneinander aufklebe. Also das heißt, ich mache mir nicht meine Tasche zu, sondern, ich erkläre euch gleich, was ich meine. Ich möchte jetzt das hier genau drauflegen und dann einfach hier flapp umklappen. Das ist mein Plan. Nur wenn ich hier oben den Schnipsel noch dran habe und da ein bisschen Kleber drin habe oder so, dann klappt das nicht. Also doch, es klappt schon, aber dann klebt es halt so zusammen, dass die Karte nicht wieder aufgeht. Das ist nicht der Plan. Der Plan ist eine Karte, die man aufklappen kann mit dem Klappelement Spitze. So. Mein Kleber geht zur Neige. Ich muss auch neuen bestellen. Ich habe nur noch 3 im Vorrat und wenn ich den hier alle habe, dann habe ich nur noch 2 volle. Das geht gar nicht, weil je nachdem, was man für ein Projekt macht, braucht man noch schon ein bisschen mehr Kleber, also ich zumindest. So, und ohne Kleber, da werde ich echt nervös. Oder mit, sagen wir, zu wenig Kleber in petto. So, jetzt mal hier anpassen, dass das hier wirklich aufliegt. Nicht schief ist oder irgendwas. Vor allen Dingen nicht auf der Oberseite. Und dann klappen wir die Spitze um und kleben sie fest. Ganz einfach. Was ich denn noch machen werde, und das mache ich ohne euch, weil das ist nämlich privat oder mindestens halbgeheim. Ich werde hier vorne noch eine marokkanische Schrift für den, sag mal, Glückwunsch-Schriftzug suchen und versuchen handschriftlich nachzufinden. Das werde ich auf jeden Fall tun. So, dann haben wir erstmal diese ganzen Klebekram haben wir erstmal fertig für den Moment. Und zwar für den Moment, dass es ja, guck mal, das sieht doch gut aus. Man kann es zuklappen, man kann es aufklappen. Man sieht auch ein bisschen was von der Spitze hier innen. So, also Klebkram habe fertig. Pinsel einweichen, nicht vergessen. So, und jetzt kommt das Wunderschöne. Warte, erstmal den Müll vom Tisch, weil sonst habe ich gleich in meinem Gilding Wax Schnipsel. Gibt es Sachen, die brauchen wir nicht. Wie jetzt hier. So, Schnipsel weg. Schnipsel weg. Hier ist noch ziemlich einfach. Da kommen ja die ganzen Unterschriften drauf, ne? Oder beziehungsweise ich werde sie wahrscheinlich auch mit Folienstift schreiben, weil ich hier und da ein paar Kleberkleckse drauf habe. Das ist ein bisschen ungünstig. Da werde ich gleich mit ein bisschen Gilding Wax nachhelfen. Das ist halt so, beim Bogohubelt wird der Feinspäne. Haha. So. Und ja, da ist dann ganz viel Platz für die Namen der Gratulanten. Oder Gratulanden? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube Gratulanten, ne? Mit Tür. So, und Gilding Wax, ich weiß nicht, ob ihr diesen Werkstoff schon kennt, es ist einfach ein geiles Zeug, es ist schimmerig und glänzig und es trocknet dann halt auch so, dass es halt nicht mehr schmiert. Das heißt, ihr lasst es dann einfach mal eine Runde in Ruhe, nachdem ihr es aufgetragen habt. Ja, ich weiß nicht, ein Stündchen wäre vielleicht nicht schlecht, das dann in Ruhe zu lassen und euch euren anderen Bastelthemen zu widmen. Und dann könnt ihr das ganz normal anpacken. Es wird einfach fest. Also unverwischbar. Sagen wir mal so, es wird nicht steinhart, es wird unverwischbar. So, und das Schöne an dem ganzen Zeug ist, es hält wirklich überall. Ich
habe noch nichts gefunden. Also ich weiß nicht, auf Silikon vielleicht nicht unbedingt, aber wir basteln schon mit Silikon. Ich habe jetzt nämlich gleich, kann ich euch nämlich zeigen, wie ich meine kleinen Klebstoff-Fauxpas damit überarbeite. So, und hier werde ich jetzt doch nicht distressen. Ich hatte erst überlegt, dass ich distresse und dann mit Gilding Wax schmiere. Das lasse ich sein. Ich finde, Gilding Wax hier reicht mir als Element. Ich muss natürlich mal gucken. Manchmal gehen beim Gilding Wax schmieren so ein paar kleine Flocken ab, legen sich irgendwo nieder. Die trocknen nicht so leicht. Das heißt, wenn man die irgendwo hat, auf dem Schreibtisch und was anderes reinlegt, dann hat man plötzlich ein güldenes Flecklein auf dem Papier. Das kann schon mal vorkommen. So, bei dem ganzen Tüdelü, ja, ich bin am Aufnehmen. Das ist ein Traum. Dieses Video wird wahrscheinlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, es zu schneiden, als es zu drehen. Weil ich hier die ganze Zeit vom Arbeiten abgehalten wurde. Böse Familie. Nein, es ist Samstag. Das ist ja klar, dass man dann auch irgendwie mal sich absprechen möchte. So. Das war die erste Seite. So, ihr seht, ich habe jetzt hier so einen kleinen Kleberfleck. Jetzt erstmal gehe ich um den Rand. Und mal gucken, wie ich marokkanische Schrift irgendwie. Vielleicht drucke ich mir die auch aus. Aber eigentlich finde ich das handschriftlich schöner. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das gewuppt kriege. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das, sag mal, zeitlich noch alles so hinkriege, wie ich das will. Also nein, ich muss es nicht heute verschenken. Ich habe noch ein anderes Geburtstagsgeschenk liegen, was ich euch gerne nachher nochmal zeigen würde. Weil es einfach auch so ein, ich sag mal, quick and easy ist. Also gut, das hier ist jetzt nicht unbedingt quick and easy, wenn man das eben aus dem Ärmel schüttelt. Aber es ist halt einfach ein Geschenk, wenn man nicht weiß, also, das ist ganz blöd, wenn man nicht weiß, was man schenkt, sondern nein, für ein Geldgeschenk oder sowas, einfach so eine schöne Unterlage zu machen. Irgendein Teil, was einen an denjenigen erinnert. So, jetzt kommt hier übrigens der Kleberfleck, ich weiß nicht, seht ihr den Spiegel? Ich bin mir nicht ganz sicher, hier ist so ein mini kleiner Kleberfleck. Da gehe ich jetzt einmal mit dem Gilding drüber. Und hier habe ich gleich auch noch einen. Naja, also wenn man nicht weiß, wie man Geldgeschenk verpacken soll. Also immer, was immer schön ist, ist eine kleine Box oder ähnliches oder ein schönes Bild. Irgendwas verbindet einen doch immer oder erinnert einen immer an denjenigen, dem man was schenken möchte. Das heißt, entweder hat man oder hat derjenige eine Liebe zum Meer oder wie jetzt hier die Geschenke zu Marokko oder zu Tieren oder zu Pflanzen. Oder zu Antiquitäten, I don't know. Irgendwas weiß man über denjenigen, dem man was schenkt. Oder man bringt es in Erfahrung, wenn man gar nichts weiß. Ist die Frage nur, warum schenkt man jemandem was, wenn man überhaupt nichts über den weiß? Ich glaube nicht, dass das vorkommt. Vielleicht reist jemand gern. So, und aus diesem Wissen, wenn es auch nur ein Schnipsel ist, kann man eine wunderbare Verpackung für ein Geldgeschenk machen. Hier in dem Fall halt wirklich Teller und eine kleine Lampe. Ja, aber ich, wie gesagt, ich hoffe, ich kann euch vielleicht nochmal später eine Lampe, das Komplettgeschenk posten. Hier der Kleberfleck. Zack. Gilding Wax bearbeitet. Oben Kleberfleck. Genau, hier ein bisschen Gilding Wax drüber. So, und um das jetzt ein bisschen noch weiterzuführen, würde ich jetzt hier und da ein bisschen von dem Honey Gold hier drauf schmieren. Also fleckenweise ein bisschen verreiben. Dass hier und da einfach so ein paar von den güldenen Fleckchen sind. So, aber ihr wisst irgendwas über denjenigen. Ihr besorgt euch irgendwie irgendeine Unterlage. Und ich habe in dem Fall hier einen Teller genommen. Ein Teller, der hier mal beim Hof liegen geblieben ist. Also falls jetzt jemand seinen Teller hier sieht, dann sagt, oh, schön, für das jetzt ein Geschenk. Ja, richtig. Den kriegst du nicht wieder. Aber ganz ehrlich, was hier 3 Jahre liegt, und wir feiern jedes Jahr unser Hoffest, und es bleibt 3 Jahre lang hier liegen, das ist dann einfach mal Geschichte. Ne?
So, dann schnappt ihr euch irgendwas Altes. Eine alte Schüssel von Oma, die irgendwie einen Knacks hat oder einen alten Teller, der furchtbar hässlich ist. Und dann habt ihr eine richtig schöne Serviette oder ein richtig schönes Papier. Es geht übrigens auch einfach mit Buchseiten. Dass ihr die Buchseiten nehmt und die quasi mit Serviettentechnik bearbeitet. Oder wie Serviettentechnik auf das Werkstück draufbringt. So, ihr Lieben. Und dann platziert man einfach die Karte da drauf, ein bisschen Deko. Und jetzt in dem Fall kommt noch die Lampe dazu, die jetzt gerade nicht hier in meinem Haushalt ist. Und ja, die Idee war dann noch Zimtsterne und Zimt, also Anissterne und Zimtstangen mit drauf zu schmeißen. Und das vielleicht ein bisschen Schokolade. Und das da dann so dann drauf zu stellen. Oder vielleicht auch die Lampe da rein und die Karte da drüber. So. Ich weiß es nicht. Irgendwie so. Aber das ist dann einfach eine liebevolle Umverpackung für ein Geldgeschenk, wo derjenige sich einfach selber was aussuchen kann. Na, wo derjenige einfach losgeht und sich was Schönes gönnt. Oder es wäre natürlich auch möglich, hier zum Beispiel einen Gutschein reinzumachen oder ähnliches. So. Aber hier habe ich jetzt so viel Platz, dass ich da locker flockig alle Unterschriften draufbringen kann, beziehungsweise alle Namen vermerken kann. Und glaubt mir, das sind einige. Im besten Fall nehme ich auch noch einen goldenen Stift dazu. Mal gucken, ob ich den finde. So, ihr könnt mir gerne mal sagen, was ihr von solchen Geschenkideen haltet oder von solchen Zimmer-Upcycling-Projekten. Mir hat es total Spaß gemacht und wie ihr an dem zweiten Video, was kommen wird, sehen werdet, es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich das direkt wiederholt habe, in anderer Form. Das heißt, ihr werdet noch ein zweites sehen mit ja, ähnlichen Ideen, aber in einer etwas anderen Umsetzung. So, nun ist erstmal Feierabend mit diesem Video. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ja, ich freue mich auch wieder, was von euch zu lesen, zu hören. Und ja, freue mich noch mehr, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Ich sage jetzt nochmal, bis demnächst in diesem Kino.